der Kollegin Silvia Breher von der CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren! Ja, es ist ein Erfolg für den Natur- und Artenschutz in Deutschland, dass der Wolkfehl wieder heimisch geworden ist. Aber ihm einfach nur Hallo und herzlich willkommen, schön, dass du da bist, zuzurufen, an dem Punkt sind wir heute leider nicht mehr. Die typischen Thesen, der Wolf ist ein scheues Tier, der Wolf meidet den Menschen, der Wolf ernährt sich von Wildtieren, an diese Thesen hält sich leider nicht jeder Wolf. Und ich kann ja verstehen, dass all diejenigen, die weit weg sind, die in der Stadt wohnen und die nicht betroffen sind, das Thema romantisieren und sich einfach darüber freuen, dass der Wolf da ist. Aber in meinem Wahlkreis Cloppenburg-Vechta haben wir seit 2014 eine Wölfin. Und diese Wölfin hat gelernt, dass es nicht nur Wild gibt, sondern dass es bei uns Nutztiere gibt, die freundlicherweise eingezäunt sind und deswegen nicht weglaufen können. Und sie hat gelernt, dass die nach Standard errichteten Zäune 1,50 Meter hoch stromführend ihr nichts anhaben. Wenn sie drüber springt, in der Luft wirkt der Strom nämlich nicht, solange sie nicht geerdet ist. Und über 2 Meter hohe Zäune klettert sie drüber. Und dass die Menschen keine Feinde sind, das hat sie auch gelernt, denn sie spaziert durch unsere Orte und durch ihre Siedlungen. Und weil es ihr bei uns so gut geht, hat sie im vergangenen Jahr Nachwuchs bekommen. Wir haben jetzt einen Rudel und dem zeigt sie gerade, wie sie diese Zäune einfach so überwinden können. Das ist nur ein Beispiel von ganz vielen in Deutschland. Haben Sie mit den Weidetierhaltern in den betroffenen Regionen in Niedersachsen gesprochen? Ich kann diese Weidetierhalter verstehen. Aber können Sie sich vorstellen, wie die sich fühlen, die Hobbyleute, die Privatzüchter oder eben auch die Landwirte, wenn sie jeden Morgen auf die Weide gehen und Angst haben müssen, wieder tote Tiere zu finden? Nicht nur ein totes Tier, was aufgefressen worden ist und auch nicht nur einmalig. Nein, mehrere, gleich die ganze Herde, 10 Tiere verletzt, schwerst verletzt. Die Bilder wollen Sie nicht sehen, aber ich habe sie gesehen. Und diese Weidetierhalter sind am Ende ihrer Kraft, denn die können das nicht mehr. Die Hobbyhalter haben aufgegeben, ihre Tiere verkauft oder zumindest die, die davon übrig geblieben sind. Und die Landwirte stehen mit dem Rücken zur Wand. Aber ohne unsere Weidetierhalter funktioniert unsere unser Schutz der Heidelandschaften und unserer Buschvegetation nicht. Und ohne unsere Weidetierhalter funktioniert eben auch der Deichschutz in Deutschland nicht. An unseren Küsten und an unseren Flüssen, dann ist die Deichsicherheit gefährdet und damit auch die Sicherheit der Menschen hinter dem Deich. Wir wollen unsere Weidetierhaltung. Und wir brauchen unsere Weidetierhaltung. Aber sprechen wir hier ernsthaft, und zwar ernsthaft, über Weideschutz durch wolfssichere Zäune überall in unserem Land, entlang der ganzen Küste, entlang unserer Deiche und durch die Heide? Wohl kaum. Oder sprechen wir über Herdenschutz durch Herdenschutzhunde an den Küsten, wo die Urlauber durchlaufen sollen? Wohl kaum. Lassen Sie uns doch endlich ehrlich sein. Ja, ein sinnvoller Herdenschutz hilft. Und ja, wir brauchen schnellere Verfahren zur Feststellung im Falle eines Wolfsrisses. Und ja, wir brauchen eine bessere finanzielle Unterstützung der Weidetierhalter zur Prävention, aber auch im Schadenfall. Aber all das wird nicht reichen, denn die Wolfspopulation wächst in jedem Jahr um 30%. Und wenn wir die Existenz des Wolfes in Deutschland sichern wollen, dann brauchen wir die Akzeptanz und nicht nur die Akzeptanz derjenigen, die damit nichts zu tun haben, sondern die Akzeptanz derjenigen, die mit dem Wolf leben müssen. Und dafür müssen wir den doch heute schon vorhandenen Rechtsrahmen, dem uns das Bundesnaturschutzgesetz liefert, doch nur konsequent anwenden. Wir brauchen bundeseinheitliche Regeln. Das heißt, wir müssen auffällige, und ich spreche von den auffälligen Wölfen, die sich den Kindern bei uns auch im Waldkindergarten in Goldenstedt oder woanders immer wieder nähern, oder die auffälligen Wölfe, die immer wieder Nutztierrisse verursachen. Diese Wölfe müssen wir besendern,
wir müssen sie zeitnah vergräben. Und wenn es nicht geht, dann müssen wir auch eine Entnahme durchführen. Und wir müssen uns bei der EU-Kommission dafür einsetzen, dass der Schutzstatus des Wolfes überprüft wird, damit wir endlich zu einem wirksamen Bestandsmanagement kommen. Wir müssen endlich anfangen, die Sorgen und die Ängste der Menschen, die betroffen sind, ernst zu nehmen. Für die Menschen und für den Wolf. Dankeschön. Der letzte Redner zu diesem Tag.